mal als evangelische Christen lesen, dann wundern wir uns, was uns hier erzählt wird. Denn wenn du leidest, dann bete, was ist das für ein Ratschlag? Ich meine, den braucht doch kein Christ, oder? Wenn ich leide, da bin ich erstmal sofort auf den Balken in den Himmel und sag mir, boah Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und wenn ich, also ich bete natürlich und dann bin ich beim Arzt. Fertig. Ne? Und wenn ich guten Mutes bin und gerade als Musiker, da brauchst du mir nicht groß erklären, wenn es mir gut geht, dann hau ich da die Psalmen raus, aber gib ihm, ne, mit Musik. Ja, völlig klar. Aber warum erzählt der Jakobus das denn? Ich meine, wir denken, der schreibt an Christen. Müssen die das noch wissen? Der Jakobus, der schreibt eigentlich nicht an Christen. Der Jakobus, wenn wir den Brief am Anfang lesen, der schreibt diesen Brief an das berufene irdische Volk Gottes. Und das sind die 12 Stämme, die gerade überall verstreut sind. Und an denen schreibt er, an die schreibt er. Das heißt, ich würde diesen Brief eigentlich nicht da ganz weit hinten in der Bibel, der Luther, der hatte sich was dabei gedacht, sondern ich würde diesen Brief eigentlich hinter den 4 Evangelien sofort stellen, weil der so eine gute Beschreibung ist, wie man lebt, wenn man mit dem Messias lebt. Also, sagen wir mal so, der Paulus zum Beispiel, der beschreibt, der beschreibt zum Beispiel den Weg zum Kreuz. Der Jakobus beschreibt, wenn man mit diesem Messias vom Kreuz kommt, dann sieht dein Leben so aus. Also der Paulus, der sagt, Glaube, du wanderst nicht zum Kreuz. Das verdienst du dir nicht. Jakobus sagt, vom Kreuz kommet, hat der Glaube eine 360-Grad-Auswirkung. Und die sieht dann so aus. Wenn jemand leidet, dann betet der. Wenn jemand guten Mutes ist, dann singt der Psalmen. Ist schon wow. Mehr fällt mir da gar nicht so ein. Aber wo stehst du? Bist du auf dem Weg zum Kreuz? Oder kommst du schon vom Kreuz? Sadhu Sundar Singh hat ein Lied komponiert, geschrieben, das heißt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und dort gibt es eine Strophe, die dritte meine ich, oder die zweite, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Aber der Jakobus singt eine andere Strophe. Der sagt, die Welt liegt hinter mir, beim Kreuz bin ich gewesen und mit dem Kreuz Christi, mit diesem Messias zusammen, bin ich wieder voll in der Welt. Fehlt eigentlich nur eine Strophe, finde ich, bei Sadhu Sundar Singh. Wo stehst du gerade? Ich komme, nee, Amen, reicht. Danke, Jesus. Wir wollen, wir dürfen, wir können, vom Kreuz kommend, haben wir massig Einfluss, nicht bei Jesus, sondern mit Jesus. Das ist der Unterschied. Mit Jesus haben wir massig Einfluss, sein Herz zu teilen, für die Mitarbeiter in der psychischen Rehabilitation und die Bewohner der Häuser Heidehaus, Teichhaus, Hof Birkenrund. Das liegt Jesus auf dem Herzen, wir dürfen uns da mit ihm eins machen. Ebenso über betriebliche Ausbildung mit Internat Waldhaus. Der Hans hat da früher gearbeitet, Hans Wirk. Da ist jetzt der ist aber jetzt nicht da. Der Jan arbeitet da jetzt auch. Und die Gabi zum Beispiel. Wir denken auch an die Schwester, die gerade krank ist. Oder schon länger krank ist. Glaubenshof. Ganz toll. Und wir denken natürlich an unsere, wir haben eine Repräsentantin da, an unsere Senioren im Werk. Und ich hoffe, wir tun mehr, als nur an diese Leute zu denken.
sondern wir dürfen uns mit dem Herzen Jesu eins machen. Überlegt euch doch mal, wie ihr mit den Senioren eine Beziehung aufbauen könnt. Ja? Also nicht nur bei der Andacht mal für sie beten, also nur ist natürlich, sondern eine Beziehung aufbauen könnt. Denn das Kreuz ist immer ein Beziehungsverhältnis. Es ist kein Verhalten. Es ist eine Beziehung, das ein Verhalten hat. Das ist der Unterschied. Ich fange schon wieder an. Entschuldigung. Mittwoch mal als evangelische Christen.